Sehr geehrte Frau Präsidentin, geehrte Abgeordnete, die AfD beantragt, das Abgeordnetenhaus möge die Teilnahme des regierenden Bürgermeisters an der Veranstaltung mit Islamisten auf dem Breitscheidplatz am 16.03.17 missbilligen. Seit dem verheerenden Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz mit seinen 12 Toten und Dutzenden Schwerverletzten wird von Hinterbliebenen der Opfer wie von der Berliner Bevölkerung beklagt, dass ein angemessenes Gedenken von Seiten des Senats ausgeblieben ist. Bei diesem Anschlag handelte es sich um den Massenmord eines Islamisten an Christen. Das Ziel war ein Weihnachtsmarkt. Am 16. März haben verschiedene Gruppen unter dem Motto Religionen für ein weltoffenes Berlin zu einer Veranstaltung auf dem Breitscheidplatz am Ort des Massakers aufgerufen. Laut Verfassungsschutzbericht pflegen mehrere beteiligte Vereine eine enge Verbindung zur Muslimbruderschaft, die einen islamischen Staat auf der Grundlage der Scharia fordert. Darunter der Imam Sabri der Neuköllner Dar Salam Moschee. Sie wird vom Verfassungsschutz beobachtet, vertritt einen mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung inkompatiblen Islam. Wie zur Bestätigung weigert sich Herr Sabri, islamistischen Terror überhaupt erkennen zu wollen. Der islamistische Massenmord am Versammlungsort blieb im Kundgebungsaufruf gleich ganz unerwähnt. Solcher Terror habe, laut Sabri, nichts mit dem Islam zu tun. Schade nur, dass die Mörder, die immer Allahu Akbar rufen, das so gar nicht verstehen wollen. Wahrscheinlich sind sie zu selten in seiner vielberufenen Moschee gewesen. Auf dieser Veranstaltung gab es ein Gedenken für die Opfer religiös motivierter Gewalt. Was für eine schamlose Lüge, schon dieses verallgemeinernde Motto, dessen einziger Zweck es ist, das mörderische Extremismusproblem des Islam zu vertuschen, es in einer angeblichen Allgemeinheit verschwinden zu lassen. Wir missbilligen aufs Schärfste, dass Herr Müller eine solche Veranstaltung durch seine Teilnahme aufwertet, ein Schlag ins Gesicht der Opfer. Jüdische Organisationen hatten ihn aufgefordert, nicht teilzunehmen. Es ist seinem Amte wenig angemessen, wie Herr Müller hier, gleichsam als Türöffner islamistischer Vereine, die politische Ausbeutung eines islamistischen Massenmords zulässt, ja unterstützt. So werden die Opfer instrumentalisiert, erst von den Vereinen und Herrn Sabri zur Weißwaschung seiner Moschee und islamistischer Ideologie, dann von Herrn Müller zur Diskreditierung hochberechtigter Islamkritik. Das Abgeordnetenhaus sagt, keine Toleranz für Intoleranz, sondern Widerstand gegen die tödliche Intoleranz extremistischer Religionsausübung. Die sogenannte Neuköllner Begegnungsstätte hatte die Veranstaltung angemeldet unter dem Motto gegen ein Anwachsen der Hetze gegen Migranten, Muslime und Flüchtlinge. Herr Sabri weiß, welches Vokabular er Müller bieten muss, damit der angerollt kommt. Der falsche Zungenschlag dieses Pseudogedenkens, welche Verhöhnung der Opfer, welche Vertuschung der Täterschaft am Breitscheidplatz, diesem politisch jetzt so schamlos missbrauchten Ort, hat ein Islamist nicht etwa Migranten, Muslime und Flüchtlinge, sondern massenhaft Christen ermordet, ganz gemäß den Tötungsaufrufen des Korans. Sabri und Müller geben vor, man stelle sich gegen Hass und Gewalt. Nur leider eben nicht gegen den Hass und die Gewalt der Täterideologie. Wenn Müller sagt, ich wehre mich gegen das Trennende in der Religion, sollen Christen und Juden sich etwa folgende Glaubenssätze des Koran zu eigen machen? Alarmt nicht in der Verfolgung der Ungläubigen? Tötet die Heiden, wo ihr sie findet? Die Ungläubigen sind die schlechtesten der Geschöpfe, schlimmer als das Vieh? Nehmt Juden und Christen nicht zu Freunden? Allah hat sie verflucht und für sie die Flamme bereitet? Der Zweck dieser Veranstaltung bestand offenbar darin, die islamistischen Vereine weiß zu waschen und mit ihnen das auf Tötung Ungläubiger ausgerichtete islamistische Gedankengut. Deshalb hat das Abgeordnetenhaus allen Grund, dem regierenden Bürgermeister seine Missbilligung auszudrücken, hier Beihilfe geleistet zu haben. Er hat mit seiner Teilnahme den Islamisten einen publizistisch wirksamen Persilschein ausgestellt, den geistig Mitverantwortlichen solcher Massenmorde. Wenn wir hören, Müller sprach sich dort gegen eine Spaltung der Gesellschaft aus, dann will er es wohl mit den Verfassungsfeinden halten. Wenn Müller sagt, wir haken uns unter und lassen uns nicht auseinanderdividieren, dann will er wohl nicht an der Seite der entsetzten Bevölkerung stehen, schon gar nicht der Angehörigen der Ermordeten, sondern er stellt sich an die Seite der Geistesbrüder des Islamismus. Wenn Müller jemandem einen Verdienstorden verleiht, dann einem Herrn Sabri von der einschlägig observierten Moschee. Es reicht. Herr Müller, Sie haben hier die politische Aufgabe eines Regierenden verfehlt und die Empfindungen der Berliner Bevölkerung verletzt. Es ist Zeit, dass Sie Ihren Turban nehmen.